Joachim Scheide vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel ist bei uns. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Herr Scheide, die Italiener, die wiegeln ab, haben wir gesehen in diesem Beitrag. Mit Grund oder steht Italien zu Recht im Fokus? Nun, man muss schon sagen, dass Italien zu Recht im Fokus steht. Die Staatsverschuldung ist extrem hoch. Sie ist praktisch genauso hoch wie zu Beginn der Währungsunion 1999. Also da haben wir auch schon kritisiert, dass das eigentlich zu hoch sei. Es gibt natürlich auch positive Tendenzen. Wir haben ja gesehen in dem Bericht, dass Unternehmen bereit sind zu investieren und auch eben sehr erfolgreich sind. Und sie exportieren, sie sind erfolgreich auf den Exportmärkten. Und davon brauchen wir eigentlich mehr. Das heißt, wir müssen diese Kräfte freisetzen, die dann letztlich auch Wachstum schaffen. Hat denn Italien von seiner Ausgangslage her bessere Voraussetzungen, aus der Krise zu kommen, als jetzt Spanien? Eigentlich ja, denn Spanien ist gebeutelt durch die Immobilienkrise. Dort gab es ja den Häuserboom mit der Immobilienpreisblase, wie wir sie so schön nennen. Die ist dann geplatzt und dann gab es eben diesen Einbruch. Hinzu kommt jetzt die Staatsschuldenkrise. Das heißt, auch da ist Spanien nochmal betroffen. Also die Situation in Spanien ist sehr viel dramatischer. Auch die Banken sind sehr stark unter Druck, wie wir jetzt wissen. Da ist also noch sehr viel mehr zu tun und da ist eigentlich das größere Risiko im Moment. Also sparen. Deutschland und die Bundesregierung bleibt ja da hart im Augenblick und pocht auch nach der Griechenland-Wahl auf die Einhaltung der Sparvorgaben. Keine Rabatte. Ist das denn da der richtige Weg tatsächlich in diesem Augenblick? Ja, ich glaube, dass es keine Alternative gibt zum Sparen. Die Haushalte müssen konsolidiert werden. Die Staatsverschuldung ist zu hoch. Die dämpft ja selbst auch schon das Wachstum, wie wir sehen. Und davon müssen wir runterkommen. Wir können das jetzt nicht noch mal ein, zwei Jahre in die Zukunft verschieben und sagen, jetzt machen wir noch mal ein Konjunkturprogramm, aber dann fangen wir wirklich an zu sparen. Das funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Das werden die Märkte bestrafen mit ganz hohen Zinsen. Deshalb muss das jetzt passieren. Aber Freunde, machen wir uns damit nicht. Italienische Unternehmer haben jetzt ja auch sogar in einer großen Zeitungsanzeige der deutschen Regierung Egoismus vorgeworfen in ihrer Sparwut. Und da schlagen sie ja auch richtig in die Kerbe der Griechen hinein. Was wäre denn der andere Weg? Es gibt keinen anderen Weg. Es hat ja auch mit Sparwut nichts zu tun. Es ist ja so, wir haben jetzt Hilfsgelder bereitgestellt in großem Umfang. Und Deutschland beharrt nur darauf, das Geld irgendwann einmal wiederzubekommen. Und deshalb kann ich mir auch... Was ja nicht unverschämt ist eigentlich. Ja, kann man auch nachvollziehen, dass man da gewisse Bedingungen stellt. Und das sind ja keine Bedingungen, die nicht zu leisten sind von den Ländern, sondern die müssen ihre Defizite runterfahren, ihre Staatsverschuldung runterfahren und gleichzeitig etwas fürs Wachstum tun. Das heißt, deregulieren auf den Märkten und so weiter, dass die Wirtschaft wieder vorankommt. Jugendarbeitslosigkeit von 50% in Spanien ist extrem hoch. Das ist ein trauriger Zustand. Aber wir können da nicht sagen, da helfen wir jetzt dadurch, dass wir Konjunkturprogramme machen. Wir sind, muss man jetzt sagen, nach der Griechenland-Wahl keinen Schritt weiter. Wie wird es in den nächsten Monaten mit dem Euro weitergehen in Ihren Augen? Ja, mit Griechenland, mit der Wahl haben wir jetzt vielleicht die Katastrophe verhindert für den Moment. Aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, ja, sofortige Pleite, wenn man so will, die haben wir erstmal vermieden. Aber es wird so weitergehen, man wird weiter verhandeln und wird nochmal aufschieben. Aber die Gelder fließen nicht unendlich und dann kann es sein, dass die Währungsunion tatsächlich nochmal ganz gewaltig unter Druck gerät. Also realistische Worte, keine ganz positiven Aussichten von Joachim Scheider. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Danke.